Hallo ihr Lieben und willkommen bei meinem Jahresrückblick. Jetzt ist das Jahr schon eine Woche alt und die meisten Jahresrückblicke gibt es ja im Dezember. Aber ich wollte euch eigentlich das Video von Dietrich noch zuerst zeigen zum Neujahr, bevor ich jetzt sozusagen den Jahresrückblick mache. Außerdem war der im Verein auch nicht richtig fertig. Aber jetzt, wie gesagt, bekommt ihr von mir auch einen Jahresrückblick für 2019. Und zwar erstmal zum Verein, der ist ja 2019 10 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass haben sich Anne, Dana und Christina mal Gedanken darüber gemacht, was in diesen 10 Jahren eigentlich alles so passiert ist. Ihren Erfahrungsbericht könnt ihr auch auf der Spenderkinderseite sehen. Außerdem hatten wir 2019 so viele Neuzugänge wie noch in keinem Jahr zuvor. Am 23. Februar fand das offizielle Vereinstreffen in Essen statt. Außerdem hatten wir noch ein regionales Treffen in Berlin am 12. Oktober. Und ab diesem Jahr, also seit 2020 jetzt, wird das offizielle Vereinstreffen immer am zweiten Samstag im Oktober stattfinden in Berlin, von mir organisiert. Und zusätzlich wird es auch noch regionale Treffen geben, aber das ist dann sozusagen nur dieser eine reguläre Termin erstmal. Im September hat der Verein dann auch eine E-Mail-Gruppe für Eltern von älteren oder bereits erwachsenen Spenderkindern gegründet. Also da können sich dann die Eltern sozusagen untereinander austauschen. Kommen wir zu den Verwandtentreffern. Für Spenderkinder, die noch keinen DNA-Test gemacht haben, empfehlen wir im Moment, den Ancestry-Test zu machen. Die Rohdaten von diesem Test können nämlich auch bei Family Finder und MyHeritage DNA kostenlos hochgeladen werden. Das geht zwar mit 23andMe, also 33andMe, auch, aber Ancestry hat die größere Datenbank. Deswegen ja, empfehlen wir im Moment eigentlich den Ancestry-Test als erstes zu machen und alles andere kann man sozusagen dann erweitern. Dieses Jahr haben mindestens 8 Spenderkinder herausgefunden, wer ihr genetischer Vater ist. Also das ist ja eigentlich das, was alle am, ja, sozusagen, das ist so das Ziel, was im Prinzip die meisten haben. Und davon haben halt letztes Jahr 8 ihren Spenderväter gefunden. Spendervater. Und mindestens 15 hatten neue Halbgeschwister gefunden. Von insgesamt 193 Spenderkinder, von denen wir wissen, dass sie einen DNA-Test gemacht haben, also unabhängig, ob sie sich jetzt bei uns gemeldet haben oder nicht, haben 124 Personen tatsächlich mindestens einen Halbgeschwistertreffer oder sogar noch zusätzlich ihren Spender gefunden. Also 124 von 193, das ist schon ein ganz guter Schnitt. Also ein DNA-Test lohnt sich auf jeden Fall. Insgesamt, also nicht nur auf das letzte Jahr bezogen, haben 33 Spenderkinder schon ihren genetischen Vater gefunden und 13 von ihnen über die Herausgabe der Daten der Klinik. Also dieser normale offizielle Weg ist durchaus auch teilweise schon ja, durchgeführt worden und erfolgreich durchgeführt worden. Also 13, wie gesagt, von 33, die ihren Spendervater gefunden haben, haben das halt über den offiziellen Weg bekommen. Und bei sogar 4 Spenderkindern steht mittlerweile fest, dass der Arzt selber seinen eigenen Samen für diese Befruchtung verwendet hat. Dann gibt es auf der Internetseite der Spenderkinder auch einige Beiträge, die ich euch nochmal besonders ans Herz legen möchte. Also Informationen, die ihr euch gerne mal durchlesen könnt. Und zwar haben wir seit 2019 auch ein neues Stichwortverzeichnis. Das heißt, wenn ihr mal nach was Bestimmten suchen wollt, könnt ihr das sozusagen direkt über dieses Stichwortverzeichnis machen. Dann gibt es eine Zusammenstellung von und kritische Bewertung von Büchern. Da habe ich euch ja auch schon ein Video zu gemacht. Das Ganze ist natürlich auf der Seite auch noch mal ein bisschen ausführlicher und kann man sich dann immer noch mal so ein bisschen vergegenwärtigen, sozusagen, wenn man sich das nachliest. Dann auch noch mal 12 Bemerkungen, die Spenderkinder nerven. Ich habe ja in meinem Video nur so 10 rausgesucht, damit das nicht ganz so lang wird alles. Also da könnt ihr auch gerne noch mal nachschauen. Dann haben wir jetzt mit dem Dietrich, dem letzten Video von mir, der im letzten Video von mir war, der hat nämlich auch einen ausführlichen Bericht darüber geschrieben, wie das Ganze für ihn war. Das könnt ihr auch gerne euch mal durchlesen, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das verlinke ich auch alles unten in der Beschreibung. Dann gibt es noch einen Beitrag, wie gut geht es Spenderkindern wirklich? Da wird so ein bisschen eingegangen auf dieses häufige Vorurteil von wegen, dass
dass Samenspende halt unproblematisch sei, weil die ganzen so gezeugten Kinder ja psychologisch unauffällig wären. Also da geht nochmal so ein bisschen auf das Psychologische ein, so ein bisschen die Aspekte. Zu guter Letzt noch den Beitrag über Aufklärung durch die DNA-Datenbanken. Da hatte ich ja auch ein kurzes Video zu gemacht. Das ist, wie gesagt, auch alles ausführlicher nochmal auf der Seite zu finden. Kommen wir zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, was wir quasi als Verein beigetragen haben. Am 3. Juni konnten wir am der 17. Moment, ich muss das ablesen, Entschuldigung, bei dem 17. Fachforum Pränatalmedizin der Katharina-Kasper-Stiftung konnten wir dort vertreten sein mit dem Titel Vater, Mutter, Kind? Fragezeichen, Kinderwunschbehandlung und die Suche nach der eigenen Abstimmung. Dann konnte der Verein am 28. August bei einem nicht öffentlichen Fachgespräch im Bundesgesundheitsministerium zu Embryonenadoption beitragen. Da war auch Jens Spahn vertreten. Und ja, da konnte man so ein bisschen unsere Sicht sozusagen mit einbringen. Am 12. September konnten wir einer Fachtagung teilnehmen, mit dem Namen Kinder unter allen Umständen, mit Fragezeichen, des AWO-Bundesverbandes und der Friedrich-Ebert-Stiftung FES in Berlin. Seit September dann habe ich auch natürlich diesen YouTube-Channel gegründet, das wisst ihr ja. Außerdem konnten wir am 8. Oktober beim Landesverband Donum Vitae NRW in Bonn teilnehmen. Und dann konnten wir am 7. November noch in Köln an einer Fachtagung teilnehmen mit dem Titel Adoption, Wunsch oder Bestellkind. Darüber hinaus haben wir uns auch schriftlich geäußert. Ich muss das ein bisschen ablesen, weil es ein bisschen länger ist, tut mir leid. Eine ausführliche Stellungnahme zum Positionspapier der Nationalen-N-Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Fortpflanzungsmedizin in Deutschland für eine zeitgemäße Gesetzgebung aus dem Juni 2019, in der ein neues Fortpflanzungsmedizinrecht gefordert wurde. In der Stellungnahme kritisieren wir, dass die Forderungen und zentralen Aussagen der Stellungnahme einseitig aus der Sicht von Wunscheltern und Reproduktionsmedizin geprägt wurde. Im Oktober haben wir kritisiert, dass eine Veranstaltung der FPD-Fraktion mit dem Titel Auf dem Weg zur modernen Fortpflanzungsmedizin einseitig mit Vertreterinnen derjenigen Interessengruppen besetzt war, die von einer Legalisierung der fraglichen Erzeugungsweisen profitieren würden, beziehungsweise von denen eine positive Haltung hinsichtlich einer weitergehenden Legalisierung zu erwarten ist. Also es ist halt ziemlich einseitig gewesen. Im April erschien der Sammelband Auf neuen Wegen zum Kind, Chancen und Probleme der Reproduktionsmedizin aus ethischer, soziologischer und psychoanalytischer Sicht, herausgegeben von Professor Dr. Rita Marx und Ann-Kathrin Scherer. In dem Buch sind zwei Beiträge von zwei Mitgliedern von uns sowie ein Gespräch zwischen Herausgeberinnen und zwei Mitgliedern von uns, also ein Interview. Genau, also um einfach mal auch unsere Sicht so ein bisschen da mit reinzubringen. Der fünfte Punkt auf meiner Agenda ist das Thema Rechtliches. Hier hat sich auch einiges getan. Am 18. März konnten wir als Sachverständige in einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages teilnehmen. Zu dem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Anpassung der abstammungsrechtlichen Regelungen an das Gesetz zur Einführung des Rechts der Auf-Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Dann hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat am März einen Diskussionsentwurf zur Reform des Abstammungsrechts veröffentlicht. Dieser enthält umfassende Regelungen zur Begründung der Elternschaft mit den Keimzellen. Am 23. Januar hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass sich auch Samenspender in der DDR heute nicht auf eine zugesicherte Anonymität berufen können. Wir hoffen, dass es für Spenderkinder, die noch vor der deutschen Wiedervereinigung auf dem Gebiet der DDR gezeugt wurden, nun einfacher wird, ihr Recht auf Kenntnis der Abstammung durchzusetzen. Aufgrund dieses Urteils hat das Landgericht Dresden mit Urteil vom 28. Juni 2019 der Klage eines unserer Mitglieder stattgegeben. Insbesondere gegen Novum in Essen laufen weiter Verfahren zur Herausgabe von Informationen über den genetischen Vater. In mindestens vier Fällen wurde die Praxis bzw. einzelne Gesellschafter dazu verurteilt, die Daten rausgeben zu müssen.
Diese weigern sich leider nach wie vor, diesen Urteilen nachzukommen und berufen sich darauf, betreffende Akten im Jahr 2007 vernichtet zu haben. Also die rechtlichen Auseinandersetzungen mit Novum werden uns auch 2020 noch weiter begleiten. Außerdem hat Novum für eine Auskunftserteilung von manchen Spenderkindern eine Gebühr in Höhe von mindestens 90 Euro verlangt. Allerdings hat die Ärztekammer Nordrhein bestätigt, dass diese Auskünfte kostenlos erteilt werden müssen. Kommen wir zu Medienberichten. Im Februar wurde durch das Zeitdossier Tief in den Genen erstmals Stinas Geschichte der Suche nach ihrem genetischen Vater veröffentlicht. Und vor allen Dingen die überraschende Entdeckung, dass Professor Dr. Thomas Kozorke tatsächlich ihr biologischer Vater ist. Also derjenige, der jahrelang verteidigt hat, dass die Spender anonym sein sollten und der auch heute noch behauptet, es wäre alles gar kein Problem, wenn die Spenderkinder nichts davon wissen würden. Und also quasi unser persönlicher Antichrist, sag ich mal, ist der eigene biologische Vater von einem Vorstandsmitglied aus unserem Verein. Ja, leider ist trotz dieser Information, und das wurde auch teilweise in den Medien aufgegriffen, aber dieser eigentliche Skandal, dass so ein gut angesehener Reproduktionsmediziner Patienten ohne Einverständnis mit seinem eigenen Samen befruchtet hat, ja, der Skandal blieb leider irgendwie einfach aus. Warum auch immer. Also ich finde es immer noch skandalös, aber gut. Ja. Dann gibt es einen österreichischen Radiosender, Ö1, der ein Mitglied von uns am 24. April in der Live-Sendung Punkt 1 zu dem Thema interviewt hat. Ebenfalls im April wurde eine zweite Folge von Menschen hautnah mit mir und Anja gedreht, ausgestrahlt im WDR. Da sieht man auch das erste Mal den Dietrich, weil ja Anja dachte, dass er vielleicht ihr Spender sein könnte, aber die haben sich inzwischen auch gut angefreundet und ja, vielleicht habt ihr das auch gesehen. Dann gab es am 3. Juni eine Sendereihe, die Sofa-Richter im SRW, wo auch eine Geschichte von uns erzählt wurde. Außerdem hat Stina an einigen Podcasts teilgenommen zu dem Thema im WDR. Im August war Anne dann zu Gast bei der RBB-Sendung Zeitpunkte. Sven hat im Oktober in der Radiosendung 100 bei Deutschlandfunk Nova seine Geschichte erzählt. Und Britta ist im Oktober beim Radio Charivari gewesen und hat dort erzählt, wie sie mit Dietrich ihren leiblichen Vater gefunden hat. Kurz vor Weihnachten erschien dann im Spiegel ein zweiseitiger Artikel, in dem Sarah und ihr genetischer Vater Hubertus davon erzählen, wie ihre Beziehung im Laufe der Jahre entwickelt hat, seit sie sich vor 6 Jahren kennengelernt haben. Und dass sie in diesem Jahr weitere Halbgeschwister von Sarah bzw. Kinder von Hubertus gefunden haben. Das ist auch irgendwie für mich persönlich total aufregend, weil ich ja erst durch Sarahs Urteil überhaupt dazu gekommen bin, mich darum zu kümmern und mich an den Verein auch selber gewendet habe. Und es ist ganz schön zu sehen, wie sie immer noch mit Hubertus befreundet ist und wie er sozusagen ein Teil ihrer sozialen Gesellschaft geworden ist und auch mit seinen Enkel quasi ja bekannt ist und so. Und es ist irgendwie total cool. Also das freut mich immer besonders. Davon abgesehen hat der Verein Spenderkinder bei der Ärztekammer eine Beschwerde eingelegt wegen unsachlichen und anpreisenden Informationen zu Samenspenden auf der Internetseite des Kinderwunschzentrums. Dort wurde unter anderem behauptet, dass die Ehen von Eltern, die ein Kind mit einer Samenspende bekommen, besonders stabil seien und sich die Frage nach der Aufklärung immer seltener stelle. Daraufhin wurde tatsächlich die Darstellung auf der Internetseite inzwischen geändert. Aber auch international gab es 2019 einiges zu berichten. Und zwar hat in den Niederlanden am 13. Februar ein Gericht in Rotterdam entschieden, dass Spenderkinder, die davon ausgehen, dass der Reproduktionsmediziner Jan Karbat selbst ihr genetischer Vater ist, dies nun in einem Abgleich mit seiner DNA überprüfen dürfen. Bislang hatten sich vor allem über DNA-Datenbanken etliche Halbgeschwister gefunden. Der Arzt selber ist 2017 im Alter von 89 Jahren zwar schon verstorben und seine Frau hatte quasi die DNA-Abgleiche abgelehnt, aber durch das Gerichtsurteil ist es jetzt quasi trotzdem im Nachhinein noch möglich herauszufinden, ob er der biologische Vater war oder ist.
Dann gab es auf Arte eine beeindruckende Dokumentation über die Situation von Spenderkindern in Frankreich. Und am 19. November hat erstmals eine internationale Spenderkinderdelegation bei der UN-Kinderrechtskonferenz in Genf auf die Verletzung von Kinderrechten durch Reproduktionsmedizin hingewiesen und Regelungen gefordert, die primär dem Kindeswohl dienen. Ja, also auch weltweit tut sich da einiges. So, zum Schluss wollte ich euch noch einen kleinen Ausblick auf 2020 geben. Wir werden demnächst einen Twitter-Kanal starten und zugleich auch eine Suchkampagne in den sozialen Medien beginnen und hoffen auf viel Feedback aus der Öffentlichkeit und natürlich auch von ehemaligen Samenspendern. Ihr habt vielleicht in meinem Profilbild schon gesehen, dieses mein halbes Gesicht mit dem Spruch, dein Samen hat einen Namen. Das ist im Zuge dessen entstanden, wie wir so ein bisschen experimentiert haben, was man damit machen könnte. Ganz so krass wird es nicht werden, aber ich fand das für mich ganz schön und deswegen habe ich das so beibehalten. Allerdings wird es dann alles ein bisschen, ja, farbenfroher sein und nicht ganz so hart irgendwie rüberkommen, damit die Spender auch nicht so Angst kriegen, sich da zu melden. Dann werden auch noch die FAQs auf der Internetseite etwas überarbeitet werden. Im Februar wird ein Buch herausgegeben, Assistierte Reproduktion mit Hilfe Dritter von Professor Dr. Claudia Wiesemann. Und in dem Sammelband werden zwei Beiträge von zwei Mitgliedern von uns auch enthalten sein. Dann wird noch Sven interviewt oder wurde interviewt zu dem Thema Solomütter in einem Dokumentarfilm. Das wird auch im Laufe des Jahres ausgestrahlt. Am 10. Oktober 2020 findet unser regionales Vereinstreffen in Berlin statt. Und wir werden uns natürlich weiter mit dem Thema befassen, ob und wie man per DNA-Datenbanken gefunden halten Schwester mitteilt, dass sie womöglich ein Spenderkind sind, ohne es selbst zu wissen. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das war sehr, also es war jetzt natürlich sehr viel Information und sehr viel auch teilweise ein bisschen abgelesen. Es tut mir leid, dass es nicht ganz so frei so kam, aber es waren halt wirklich sehr viele Informationen in einem Stück unterzubringen. Und ich hoffe, es war euch nicht zu viel, aber vielleicht sind auch ein paar Informationen für euch ganz hilfreich gewesen oder ganz wichtig. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Und hier halt könnt ihr auch noch ein Video gucken, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Ja, und ich hoffe, dass ihr weiter mir gewogen bleibt. Bis dann, bleibt dran.